Okay, alle schön Schritt für Schritt. Ist das verwinkelt? Schritt. Oh. Nee. Stopp. Also hier ist ein ganz tiefer Schacht und da führen ganz viele Brücken rüber. Das geht immer weiter runter. Das ist okay. Will ich nur noch nicht machen. Ich will erst hier oben alles leer bekommen. So. Weg. Immer schön etagenweise arbeiten. Feuerelementare. Okay. Ein. Au! Was? Altar des Schmerzes. Altar des Feuers. Altar der Kälte. Was? Also Gero hat jetzt alle Altäre einmal angeklickt. Müssen das alle machen? Nein. Wir haben uns jetzt erfolgreich geprobt gegen Schmerzen, Feuer und... Was? Kälte. Dadurch haben wir vielleicht irgendwas aktiviert. Alternativ haben uns aber nur wehgetan. Kiste? Kisten sind schon mal doof hier drin. Na, links oder rechts. Links geht's runter, das will ich nicht. Die Türen haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, Teufel. Ja. Je weiter runter wir kommen, desto schlimmer wird das mit den Teufeln werden, denke ich. So, du bist eine Verbindung zum Eingang? Habe ich Kiste? Okay. Ich hab's. Oh, okay. Hallo. Das ist gemein. Das war die Lasst uns ein paar Abenteurer töten. Kiste. Sehr schön. Ist hier noch ein Secret oder so? Nein. Gott, zurück. Okay, jetzt doch hier runter zwangsweise. Essen. Kaputt. Ganz viele Kristalle. Oh, irgendwas. Du. Yeah, weg. So viele Jungs in zwei kleinen Betten. Kristall. Keiner von macht was. Okay. So. Noch mehr Messdiener. Da geht's runter. Warte, nee, runter will ich noch nicht. Ich will erstmal gucken, was auf der anderen Seite war. Ja, noch mehr von euch. Weg. Okay, also jetzt können wir runter. Wir wollen ja nichts übersehen, ne? Also bisher alles kein Problem. Das wird sich ja bestimmt noch ändern. Spätestens wenn die größeren Dämonen kommen. Was ich allerdings als Problem sehe, ist, dass wir hier nirgendwo werden schlafen können. Mal wieder. Da das Ganze über so viele Etagen geht. Unsere Helden fühlen sich nicht wohl, wenn zwei, drei Etagen unter ihnen Dämonen hausen. Was ich irgendwie nachvollziehen kann. So. Oh, ich höre das Brummen wieder. Das Brummen wird direkt unter dem Teleporter sein, der jetzt hier über uns ist. Vor uns. Irgendwo ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Hallo. Ja, das sind ein paar Dämonen. Du. Okay. So, es werden auch langsam mehr von den roten Priestern. Das dürften die ganz starken gewesen sein. Also, Priester sind allgemein schwach hier, aber die roten sind halt die stärkeren von den schwachen. So, du bist eine Verbindung nach hier. Oh, noch mehr Schmerzaltäre.
Weg, weg. 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 Und... Na komm. So. Ich hab's. Eine billige Kiste. Kiste. Schreiende Luft. Oh. Permanency in Elektroresistenz. Sehr schön. Ich dachte, das wäre wieder so ein Aua-Ding. Ah. Weil wir oben uns an den einen Altären wehgetan haben, können wir jetzt die Altäre, die wir hier unten finden, benutzen für permanente Resistenzen. Denke ich mal. Weg mit euch. Das sind schon die Stufe 2 Dämonen. Ich hab's. Oh. Der Loot wird auch langsam besser. Keine Seite 2, okay. Ich hab's. Oh. Regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. Den. Oh. Repariert. Ich weiß nicht. So. Du entkrankheite ihn mal bitte. Schrein der Erde. Erde hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wir haben dann 10 Magieresistenz. Okay, ich habe nichts gesagt. So, hier waren wir allerdings schon vorher? Nein. Ich folge mal diesem komischen Schlangenmuster hier. Noch mehr Altäre. Ich glaube, ab jetzt bekommt nicht mehr Gerugon das Ganze. Repariert. Sondern sie hier. Also Mürrim. Repariert. Damit wir jederzeit rausspringen können. Weil es bringt uns nicht ganz so viel, wenn Gerugon überlebt. Wenn er dann zu Fuß durch zigtausend Gegnerhorden laufen muss. Genau. Dann ist es halt praktischer, wenn Mürrim überlebt. Und halt Gerugon, weil Gerugon kann jetzt nicht mehr sterben. Also wenn Mürrim auch überlebt, damit sie uns raus teleportieren kann. Feuer. Weg, 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 weg. Oh, ruhig mal schon zaubern zwischendurch. Oh, alle sind müde. Nicht so gut. Aber wir können ja gleich ein neues Bookmark setzen, kurz rausspringen und dann passt das. Das sieht wichtig aus. Du. Weg. Weg. Das könnten wir down, das ja alles zu clearen. Und weil wir schwach sind und keinen Haste mehr, sind wir auch tierisch langsam am Töten. Geht ja schon mal gar nicht. Okay, also wir setzen hier einen neuen Sprungpunkt. Leuchtfeuer setzen. Überschreib bitte den. Dann springt Mürrim uns jetzt bitte nach Neusorbigal. Wegen Dauerrabatt. Segnet uns, heilt uns. Aber wir sind ja nicht wirklich müde, wir sind nur müde wegen dem Zauber. So. Du machst jetzt bitte Eile und du machst bitte Leuchtfeuer zurückrufen. Nach da. So. Jetzt können wir weiter töten. Das war ein schönes Schrapnell. 3-4 Gegner, wusch. Oh. Sag ja, es werden immer mehr von den Dämonen. Die halten auch immer mehr aus. Okay, 2 Schrapnell-Batterien im Nahkampf nicht so wirklich, aber ja. Nix. So, da waren wir schon. Priester. Weg, 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 weg. Gott, Gott. So, und da war irgendwas Blaues, Komisches. Ich werde da nicht rüberspringen, ich werde da nicht rüberspringen, ich will nicht abkürzen.
kaputt. Ja, jetzt wird's wieder freaky. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. So. Die wird eingezogen. Ich hoffe, meine andere wird dafür ausgefahren. Ja, okay. Hey, da ist schon der Dingens. Dann war es ja echt nur ein Töten-Dungeon. Sehr cool. Weg. Komm mal mit. Oh, kein Platz. Weg, weg, weg. Komm, 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 komm. Weg. Knopf drücken. Also eigentlich könnten wir jetzt rausspringen, aber ich will gucken, was da ist. Ich will gucken, was da unten ist. Hier ist nichts. Knopf drücken. Macht nur wieder nach da. Und da unten ist einfach nur Lava. Gut, da müssen wir jetzt nicht reinspringen, um zu gucken, was es ist. Da können wir auch darauf vertrauen, dass es wehtut. So. Jetzt pushen wir ganz kurz in die nächstgelegene Taverne, feiern unseren Sieg, schlafen, gehen dann zum Orakel und gucken, was passiert, wenn wir alle vier Orakel-Dinger da aktiviert haben. So, du fackelig, du das da. Du das da. Spannend. Betrete das Orakel. Jupp. Licht aus, Licht an. Und das war jetzt Luft. Und war, wie gesagt, überraschend einfach. Also, weil wir halt doch recht stark sind inzwischen. Das andere waren halt so Tests des Verstandes und des Wahnsinns und des was weiß ich. Dass wir einfach nur starke Dämonen töten können. Und dank unserer Schrapnellfrauen können wir das recht gut. 100.000 Erfahrungspunkte. Alle vier wurden jetzt platziert. Das heißt, wir dürften jetzt unten mit dem Orakel sprechen können. Also mit dem richtigen Orakel. Nicht diesen Platzhalter, der hier vorher war. Genau. Mit dir. Nee, abspeichern. Speichern. XXXX. Speichern. Reingucken. Ich habe dich schon erwartet. Kontrollzentrum. Okay. Ich bin Melian, Beschützer von Enros. Danke, dass du meine Speicherkristalle ersetzt hast. Archibald hat sie entfernt, nachdem ich mich weigerte, ihm bei den Thronfolgekriegen beizustehen. Dein Timing ist perfekt. Die Kriganer, also die Dämonen, haben unsere Welt angegriffen und wir müssen sie aufhalten. Leider haben Archibalds Versuche, mir Informationen zu entreißen, mich so weit beschädigt, dass ich dir nicht direkt helfen kann. Stattdessen kann ich dir nur Ratschläge erteilen. Während die meisten Kriganer mit gewöhnlichen Waffen und Zaubersprüchen getötet werden können, haben die Elite-Truppen und die Brüter der höheren Stufen eine stärkere Haut und andere natürliche Abwehrmaßnahmen, die sie vor allen Waffen außer den mächtigsten schützen. Im planetaren Kontrollzentrum unter mir sind die Waffen und Rüstungen, die du brauchen wirst, um den Kampf mit dem Feind zu überleben. Allerdings kann nur jemand, der im Besitz eines Kubus der Kontrolle ist, das Kontrollzentrum betreten. Meine Instrumente zeigen mir, dass der letzte Kubus der Kontrolle in Enros irgendwo unter der Drachensandwüste gefunden werden kann. Also kriegen wir jetzt gerade gar nichts. Sondern wir müssen in die Drachensandwüste. Und dann wahrscheinlich in die Pyramide. Aber das dürfte jetzt sehr gute Erfahrungspunkte gegeben haben, hoffe ich einfach mal. Das heißt, wir springen nach Paradiestal. Willst du eine Weile gute Art zur Seite, gute Arbeit? So. Haben kein Gold mehr. Und fliegen von hier aus. Da. Drachensand war oben, glaube ich. Fliegen nach Drachensand und suchen da entweder die Pyramide oder irgendetwas anderes, was doch recht auffällig ist am Dungeon.
Da finden wir dann einen Kontrollkubus. Mit dem Kontrollkubus gehen wir zurück zum Orakel. Sweetwater ist nicht Drachensand. Gehen mit dem Kontrollkubus zurück zum Orakel. Holen uns da die Hightech-Waffen und Rüstungen ab. Und dann wird er uns wohl sagen, wo wir hingehen sollen, um alle Kriganer zu töten. Und das wird Sweetwater sein. Da sind nämlich überall Dämonen. So. Also jetzt kommt erstmal Einsiedlerinsel. Von der Einsiedlerinsel aus nach Westen dann vielleicht. Na komm, genau. Einsiedlerinsel. Du. Fliegen. Karte. Ne, Osten. Okay. Einsiedlerinsel nach Osten. Die ganzen Gegner hier schön ignorieren. Sind unter unserer Würde. Naja, nicht wirklich. Diese großen, die da, die können uns schon wehtun. Und vor allem viele von irgendwas kann uns immer wehtun.